ihr wissen, was der wieder kostet. Streng dich nicht an. Ist doch jetzt auch egal. Sie wollten es mir verbieten. Aber ich musste dich einfach sehen. Du bist halt meine Tochter. Du hast schon als Kind kein Nein akzeptiert. Das tut mir alles so leid. Ach was? Was wirklich zählt, muss man sich erkämpfen. Es wird einem nichts geschenkt. Vergiss das nie, Hope. Hoffnung. Dein Name. Dein Name ist ein Versprechen. Mama. Es geht ums Geld, nicht wahr? Was ist mit Papas Patenten? Dein Vater war ein glänzender Ingenieur. Doch das Geld, was er verdiente, gab er auch gerne wieder aus. Durch den Verkauf des Hauses können wir gerade die Schulden decken. Dann werden wir uns eben einschränken und eine kleinere Wohnung nehmen. In Kensington gibt es preiswerte Zimmer. Ich war Williams dritte Frau. Hier in England haben wir nicht mehr zu erwarten als Mitleid. Wir gehen nach Deutschland zurück. Deutschland? Gerade durch, bitte. Oh, Lisbeth, da seid ihr ja. Ich bring die Sachen nach oben. Was ist denn in diesem Koffer drin? Steine? Das sind meine Bücher. Bücher? Dafür ist unterm Dach kein Platz. Cousine Lisbeth, ich hab dich so vermisst. Ich hätte dir so gerne London gezeigt. Seit dem Missgeschick komme ich nicht mehr so viel raus. Und du musst Hope sein. Guten Tag, Tante Lisbeth. Vielen Dank, dass ihr uns aufnehmt. Familie ist Familie. Und seit meinem Missgeschick können wir Hilfe brauchen. Ja, ist nicht viel Platz unterm Dach, aber ist ja auch nur für ein Weilchen. Ich bin dann bis das Abendessen bereitet ist im Wirtshaus. Was meint Gregor mit nur für ein Weilchen? Sobald deine Hope sich hier eingelebt hat, werden die Galane sicher Schlange stehen. Ist ja ein frisches und gesundes Ding. Sowas heiratet sich schnell weg. Man hat uns nicht als Familie aufgenommen. Wir sind Hausmägde. Du siehst, wie das Schicksal Lisbeth geschlagen hat. Wie kann ich da ablehnen, ihr zur Hand zu gehen? Soll ich mich auf dem Markt feilbieten? Zwischen Hühnern und Kühen?
Junges Fleisch für einen alten Sack. Dein Vater war beträchtlich älter als ich, doch das hat der Liebe keinen Abbruch getan. Ich will nicht heiraten! Das verlangt auch niemand von dir. Doch mit offenen Augen sollst du durch die Gegend laufen. Nicht so dickköpfig sein, wenn mal ein Kavalier nach deinem Namen fragt. Hast du es eilig, mich loszuwerden? Die Ehe ist eine gute Sache, Hope. Sie nimmt das flatterhafte Herz in die Pflicht. Daran kannst du dich auch in schweren Stunden halten. So wie Lisbeth jetzt bei Gregor. Glücklich scheinen die mir nicht zu sein. Nicht so wie Papa und du. Dein Vater und ich, das war eine andere Welt. Seine Liebe war so groß wie sein Respekt. Doch das zu erwarten, hieß im Meer einen einzelnen Tropfen zu sehen. Da muss ich fleißig ins Wasser starren, scheint mir. Verzeihung, entschuldigen Sie bitte. Schon in Ordnung. Ich und meine Augen. Ich muss zum Direktor. Haben Sie etwas ausgefressen? Nein. Und als was möchten Sie sich da bitte bewerben? Fräulein Bridges? Doch wohl kaum als Lehrerin? Nein, natürlich nicht. Doch ich könnte aushelfen, wenn ein Lehrer krank wird. Nachhilfe geben in Chemie oder Englisch? Englisch. Lehrt man bei Ihnen kein Englisch mehr? Lehren schon. Nur hat das Interesse seit der Reichsgründung nachgelassen. Das Deutsche hat Konjunktur. Aber wie wollen wir in Frieden leben, wenn wir einander nicht verstehen? Mir brauchen Sie das nicht zu sagen, junge Frau. Ich kann Ihnen da nichts versprechen. Ich bitte auch nicht um ein Versprechen. Nur um eine Chance. Ich werde das mit dem Kollegium bereden und wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, dann lassen wir Sie es wissen. Junge Frau, so warten Sie doch. Es tut mir leid, mich drängt die Zeit. Verraten Sie mir wenigstens Ihren Namen. Das hier ist für dich, Mama. Hope. Hope Bridges. Die Schule wäre wunderbar. Und wir können das Geld gut gebrauchen. Du musst an dich selber denken, Hope. Sorg dich nicht um mich. Ich denke schon an mich selber. Das Geld würde es mir ersparen, nachmittags im Park zu sitzen, in der Hoffnung, von einem Mannsbild angesprochen zu werden. Du hältst du wohl dein schamloses Mundwerk? Hallo? Da ist ein Herr von der Schule. Sie geben mir die Stelle. Hab die Ehre. Friedrich von Arnstetten, Assessor der Privatschule in der Lichtenstraße. Ellen Bridges. Und das ist meine Tochter? Hope, ich erinnere mich. Sie waren beim letzten Mal nur so schnell fort, dass ich mich Ihnen gar nicht mehr vorstellen konnte. Was bringen Sie, Assessor Arnstetten? Post mit Vorerkunde? Die sind für Sie. Ich hätte Ihnen natürlich auch einen Strauß mitgebracht, wenn ich gewusst hätte. Wahrlich nicht nötig. Vielen Dank. Auch im Namen meiner Tochter. Sie muss solche Manieren noch lernen. Vielen Dank. Dürfte ich vielleicht im Austausch für die Blumen um mein Rendezvous bitten? Selbstverständlich nur, wenn die junge Dame noch nicht anderweitig gebunden ist. Meine Tochter nimmt ihre Einladung sehr gerne an.
Ich habe gehört, Ihr Vater war in der Politik. Er war von Beruf Ingenieur bei der Bahn. Weichen und Federung waren seine Spezialität. Fortschrittliche Industrie. Wussten Sie, dass Leipzig Ausgangspunkt der ersten Bahnfernverbindung war? Schon 1837. Nach Dresden. Leipzig ist eine sehr schöne Stadt. Eine Großstadt. Seit letztem Jahr. Hat sich gelohnt, dass wir hier Napoleon zum Teufel gejagt haben. Ludwig. Auf das Reich. Auf den Kaiser. Sie haben sich eine gute Zeit ausgesucht, um in Ihre Heimat zurückzukehren. Eigentlich ist Deutschland... Was soll auch deutsches Blut in England? Hier wird es gebraucht. Vater, müssen wir die Damen weiter mit Politik langweilen? Das schwache Geschlecht möge mir verzeihen. Hope, spielen Sie Karten? Faro oder EKT? Nein, dazu fehlte mir bisher die Zeit. Ich lese und helfe im Haus meiner Tante und falls ich die Stellung in der Schule bekomme. Ah, die Schule. Sicher eine gute Gelegenheit, den Umgang mit Kindern zu lernen, bevor die eigenen kommen. Das mit der Arbeit hat sich ja dann sowieso erledigt. Ich habe mich noch gar nicht entschieden, ob ich überhaupt Kinder haben will. So weit ist es ja noch nicht. Und alles hat seine Zeit, nicht wahr? Kinder sind keine Entscheidung. Kinder sind eine Pflicht. Man bekommt sie nicht zum Vergnügen, sondern für das Vaterland. Das Vaterland bequemt sich aber nicht, die Kinder zu wickeln. Und es steht auch des Nachts nicht viermal auf, um sie zu füttern. Ihre liberale englische Erziehung entschuldigt gewisse moralische Mängel. Vorerst. Natürlich. Auch ich war in jungen Jahren nicht frei von törichten Gedanken. Wenn ein ehrlicher Gedanke einen moralischen Mangel darstellt, so hat mein Vater in der Tat versagt. Und ich danke ihm dafür. Und wenn meine Gedanken töricht sind, so bin es auch ich. Und mit gutem Gewissen. Ich gehe jetzt wohl besser. Die Bahnverbindung zwischen Leipzig und Dresden wurde übrigens erst 1839 eingeweiht. Friedrich. Ich wünsche nicht, dass du dieses Fräulein wieder siehst. Was dort so, wenn nicht zu widersprechen wie hier? Weißt du nicht, wer die von Ornstetten sind? Mir ist es egal, wer sie sind. Aber was sie sind, das ist offensichtlich. Undankbares Gehör ist das! Mit großem Mundwerk noch dazu! Unbedacht vielleicht und von zu hitzigem Gemüt. Doch eine gute Tochter und keine andere wünsche ich mir. Es tut mir leid, Mama. Ich wollte wirklich gefallen. Ich weiß. Aber ich kam mir vor wie bei Gericht, als müsste ich mich verteidigen. Es wird der Mann kommen, dem du dich nicht erklären musst. Dein Tropfen im Meer. Versprochen. Friedrich. Vater neigt dazu, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Es war nicht meine Absicht, deine Eltern zu verärgern. Davon bin ich überzeugt, das habe ich Ihnen auch gesagt. Wenn du dich also in aller Form für dein Verhalten entschuldigst und Gehorsam gelobst, wird Vater über dein Fehlverhalten hinwegsehen. Gehorsam? Fehlverhalten? Friedrich, wovon redest du denn da?
Sagt es doch gerade selbst, es täte dir leid. Aber das rechtfertigt wohl kaum, dass ich mich Ihnen vor die Füße werfe. Ich hatte auf ein Arrangement zum beiderseitigen Vorteil gehofft. Aber mit dir ist, wie es scheint, nicht zu reden. Ich erkenne jetzt meinen Irrtum. Guten Tag, Fräulein Bridges. Hört, hört! Bravo! Alle Macht der feministischen Solidarität! Nieder mit dem Patriarchat. Eine Limonade? Vielen Dank. Ich bin Hope. Hope? Wie Hopfen? Nein, wie Hoffnung. Ich komme aus England. Clara Eisner. Ich bin Otto. Hallo. Karl. Leopold, hallo. Ich bin Markus. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Marx. Und Marx hat recht. Die Befreiung der Arbeiterklasse muss das Werk der Arbeiterklasse selbst sein. Steht ihm dieses Urteil zu, Otto? Hat Marx hier selbst am Hochofen gestanden? Hope, hast du eine Meinung dazu? Ist mit der Befreiung der Arbeiterklasse denn immer nur die Befreiung der Männer gemeint? Mein Vater war bei den britischen Feministen und Sozialisten aktiv. Die Marxens waren einige Male bei uns zum Tee. Sie wohnten gerade mal 3 Straßen von unserem Haus entfernt. Wie ist er so? Knurrig und eitel. Ich fand Engels netter. Oje, den größten Denker unserer Zeit im Haus und das Weib jammert über seine Etikette. Oh, ich muss leider. Komm doch heute Abend in die Studentenschenke am Breitenbachplatz. Dort diskutieren wir weiter und die Getränke machen fröhlich. Ja. Versprich es. Nein, schwör es. Bei meiner Seele. Damit nicht nur deine Augen was von diesem Abend gehabt haben. Vaterlandsverräter! Freunde! Kommilitonen, warum dieser Zorn? Eint uns nicht die Politik, so doch der Drang zu höherer Bildung. Kommt her zum Bruderkuss. Gleich hier! Verräter! Danke, dass du mich begleitet hast. Hat Otto dich geküsst? Nein. Wohin gehen wir? Es wird dir gefallen. Ich bin doch gar nicht eingeschrieben. Um einer Vorlesung beizuwohnen, brauchst du das auch gar nicht. Armer Teufel. Das ist, Scharlach. Richtig. Bist du sicher, dass du nicht studiert hast? Nein, ich meine, ja. Als mein Vater krank war, da habe ich viel über Medizin gelesen. Wir nehmen gerade Infektionen durch. Und was ist, wenn es dem Professor nicht recht ist? Dem sind Frauen im Auditorium grundsätzlich nicht recht. Wenn es nach ihm ginge, dürften wir gar nicht studieren. Meine Herren, das Fleckfieber. Warst du den ganzen Tag? In der Universität. Mit Clara. Und in der Bibliothek. Und was soll nun dieser Unfug? Ich war in der medizinischen Fakultät. Es interessiert mich. Es interessiert Sie? Als ob sowas in einen Frauenschädel reinginge. Ich möchte das beruflich machen.
Hope, was hast du vor? Ich werde Ärztin, Mama. Ärztin? Ist das denn möglich? Ich werde bei dem Universitätsdirektor vorstellig und überzeuge ihn. Der Nächste. Stehen bleiben, dann geht's schneller. Zack, zack. Mein Name ist Hope Bridges. Ich will Medizin studieren. Keine Frauen, guten Tag. Clara Eisner studiert Medizin. Sie hat mir versichert, nicht um die Teilnahme am Examen nachzusuchen. Mir ist also nicht verboten, Medizin zu studieren. Wenn es wegen Friedrich ist. Es ist wieder die Natur. Wieder die Natur oder wieder die Gewohnheit? Frauen pflegen, Männer heilen. Die Schwesternschule am Barbarossaplatz nimmt sie sicher gern und jetzt hinaus. Ich will Medizin studieren. Es ist mein Recht. In dieser Fakultät bin ich das Recht. Bei allem gebotenen Respekt. Sie vertreten das Recht. Sie stehen nicht darüber. Ich werde mir ein neues geben lassen und morgen zurückkommen. Dann werde ich das auch zerreißen. Bis in Sachsen das Papier ausgeht, werde ich zurückkommen. Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie an dieser Universität nicht glücklich werden, Miss Bridges. Ich hoffe nicht auf Glück. Ich will studieren. Verweigern Sie es mir, gehe ich zum Dekan. Danach zum Ministerium. Bis zur Kaiserin werde ich gehen. Lassen Sie sich im Sekretariat ein neues Formular geben und das Vorlesungsverzeichnis. Danke. Danken Sie nicht mir, die Vorschriften zwingen mich dazu. Und Gott verhüte den Tag, an dem ich Sie als Ärztin anerkennen muss. Ich lese derzeit. Reinhard, Standard im ersten Semester. Ich hätte dir meine Ausgabe leihen können, samt der Notizen. Ein Bier bitte. Sofort. Wo sind denn die anderen? Die konnten doch nicht. Alle? Auch Clara? Vielleicht habe ich auch ganz vergessen, Ihnen Bescheid zu sagen. Was interessiert dich? Was ist dein Thema? Thema? Na ja, Gynäkologie, Pathologie, Chirurgie, Urologie. Infektionskrankheiten. Fies. Da ist man als Arzt auch schnell unter der Erde. Was willst du denn wissen? Nichts Genaues. Ich möchte studieren. Medizin? Genau. Zeitverschwendung. Wozu willst du was studieren, wo du den Abschluss doch nicht machen kannst? Geht das nicht? Laut Prüfungsvorschrift darf zwar jeder Medizin studieren, aber für die Zulassung zum Staatsexamen braucht man Abitur. Aber Frauen dürfen doch kein Abitur machen. Eben. Du bist halt Krankenschwester. Die Uniform steht dir bestimmt ganz gut. Ärger dich nicht. Was redest du von der Revolution daher, wenn du so eine Ungerechtigkeit einfach hinnimmst? Die Medizin ist nicht mein Feind. An der werde ich nicht scheitern. Aber an den verkrusteten Gedanken, die sich mir in den Weg stellen. Entschuldige, ich hab's nicht so gemeint. Denk nicht so von mir. Sag, dass du mich unterstützt. Natürlich unterstütze ich dich. Versprochen. Bleib doch. Ich muss leider los. Bitte schön. Erst seit 1849 wissen wir, dank William Jenner, dass es sich bei dem Typhus abdominalis und dem Typhus levissimus um separate Leiden handelt, die insbesondere ein Merkmal von anderen Infektionskrankheiten unterscheidet. Vogler! Was, das Merkmal,
Darum handelt es sich um... Sicherlich nicht um das Stottern. Leukopenie. Es tritt ein Mangel an weißen Blutkörperchen auf, die sogenannte Leukopenie. Da ein sittlicher Ablauf der Vorlesung nicht gewährleistet scheint, muss ich die beiden Damen bitten, das Auditorium zu verlassen. Diese Dinger sind die Geißel der Frau. Man kann nicht laufen, nicht verdauen und nicht atmen. Ja, es ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Die Männer machen blöde Witze, stieren unseren Rücken nach und wir müssen das Feld räumen. Wenn die Männer nicht ändern können, ändern wir eben halt die Röcke. Hope. Ja. Was ist mit dir passiert? Bist du zur Heilsarmee gegangen? Gefällt es dir nicht? Naja, bisschen langweilig. Das ist Sinn und Zweck. So lenke ich hoffentlich die anderen Studenten nicht mehr. Aber willst du mich denn gar nicht ablenken? Du wolltest mich doch in Anatomie abfragen. Also geht die Weltrevolution wieder mal auf meine Kosten. Die Weltrevolution wird es dir danken. Bisschen viel Programm fürs erste Semester. Ich muss dreimal so viel büffeln wie ein männlicher Student. Von Arnstetten lässt mich sonst eiskalt durchfallen. Das wird dir schon gelingen. Deine Promotion ist aber auch viel Arbeit. Ja, aber ich brauche die Promotion, wenn ich die Praxis meines Vaters in Frankfurt übernehmen will. Das wird dir schon gelingen. Du leidest an einer Lungenentzündung, Tante Lisbeth. Du musst viel trinken, dich warm halten und schonen. Dieses Urteil steht nur einem ausgebildeten Arzt zu. Der wird das Gleiche sagen. Nun, kommen wir zu den ersten Visiten. Die Regeln sind so einfach wie notwendig. Sie hören mir zu. Was der Patient sagt, ist für Sie uninteressant. Sie reden nicht mit den Patienten, Sie fassen die Patienten nicht an, wird Ihnen übel, so entschuldigen Sie sich kurz. Entschuldigung. Die Anweisung mit der Abendgarderobe. Ihr Aufzug ist denkbar unangemessen. Und ungeeignet. Aber Sie bestanden ausdrücklich auf Abendkleidung. Was bei den Herren kein Problem zu sein scheint. Die Kleiderordnung verbietet es mir doch, Hosen zu tragen. Man sieht, Medizin und Mode haben keinerlei Schnittmenge. Das sieht sehr gut aus. Womöglich reißen Sie mit dem Rock Gerätschaften um. Und gefährden die Patienten. Sie bleiben jeweils am Türstock stehen. Nun, denn. Kann ich Ihnen helfen? Sind Sie eine Schwester? Nein. Aber ich studiere Medizin. Was ist denn los? Das brennt. Das brennt wie Feuer. Wie lange liegen Sie schon? Knapp eine Woche. Oh. Ihr Rücken ist vom Liegen ganz entzündet. Sie brauchen einen Gaseverband, Wundcreme und frische Laken. Nein, bitte nicht. Ich muss wieder heim. Die Krankenhausrechnung. Mein Mann, der wird mich gleich abholen. In Ihrem Zustand können Sie das Krankenhaus auf keinen Fall verlassen. Was geht hier vor sich? Diese Frau, sie braucht Hilfe. Dafür ist sie in einem Krankenhaus mit Ärzten und Schwestern. Aber schauen Sie sich doch nur mal Ihren Rücken an. Sie haben gerade jede von mir gestellte Regel für betreute Visiten gebrochen. Die unqualifizierte Diagnose allein könnte Sie vor Gericht bringen. Aber bei den nächsten 5 Visiten möchte ich Sie nicht dabei haben. Scheren Sie sich raus!
Schwester. Diese Patientin muss eingecremt und kühl gelegt werden. Schlamperei. Gregor war noch in der Bierstube. Und meine Mutter hat zum Glück einen tiefen Schlaf. Wir hätten Otto bitten sollen, uns zu helfen. Nächtliche Ausflüge sind nicht sein Fall. Dafür bist du umso mehr sein Fall. Ich mag Otto ja auch. Wie einen Kohlkopf oder wie ein Schnitzel? Was soll das denn heißen? Magst du ihn, weil er gut für dich ist oder weil du ihn auffressen möchtest? Otto ist wirklich sehr nett. Und mein Herz schlägt auch für ihn. Aber nicht wirklich laut, oder? Es ist ein Herz, keine Trommel. Und die Trommeln werden eh schnell leiser. Es kommt drauf an, für wen sie schlagen. Das kann Gefängnis geben. Sollen sie uns halt vor Gericht zerren? Psst. Dann erfährt die Öffentlichkeit wenigstens, was wir alles tun müssen, um Gerechtigkeit zu erfahren. Los, komm. Wir brauchen diese Kenntnisse. Von Arnstetten lässt uns durchfallen. Unter den Lebenden erheblich wohler. Der wird uns schon mal nicht verraten. Lass uns gehen. Clara, je eher ich das hier lerne, desto eher kann ich Otto in seiner zukünftigen Praxis aushelfen. Aus der Druckerpresse. Das Korsett? Das ist ja großartig. Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen das Korsett habt. Das ist doch formvollendet. Dann trag mal selber eins. Maulheld. Aber willst du nicht mal über was wirklich Wichtiges schreiben? Wirklich wichtig? Clara, das geht jede Frau an. Jede Frau kann sich gegen das Korsett entscheiden. Aber keine Frau kann sich entscheiden, morgen die Scheidung einzureichen oder das Wahlrecht zu haben. Aber im Privaten fängt es doch an. Was nützt das Wahlrecht, wenn dein Gatte dich am Wahltag zu Hause einsperrt? Veränderungen kann man nur dort verlangen, wo Gesetze gemacht werden. Beim Staat. Das sehe ich nicht so. Vielleicht willst du die deutsche Frau auch noch fix befreien, zwischen Vorlesung und Abendbrot. Erstmal befreie ich mich selbst. Dann wirst du schon sehen. Wenn Ihnen das Schicksal der Frau so sehr am Herzen liegt, dann empfehle ich Ihnen, sich zu engagieren. Ich bin... Politik ist nicht mein Ziel. Alles ist Politik. Denken Sie darüber nach. Wenn alles Politik ist, dann auch sich in den Dienst der menschlichen Gesundheit zu stellen. Karl Lehmann. Hübscher Kerl. Und sehr engagiert. Komm, das packen wir ein. Das können wir morgen heimlich an der Universität verteilen. Lieber nicht, sonst fliegst du gleich. Wenn nicht wir, wer dann? Macht dieser Schmutz in meinem Haus! Du hast in meiner Tasche gestöbert. Mit Verbrechern und Halunken treibt die sich rum! Vaterlandsverräter, alle miteinander! Das ist doch Unsinn! Es geht um die Rechte... Ach komm, ich spare dir das Geschwätz! Gregor, hör auf! Ich will kein politisches Gesindel unter meinem Dach. Das musst du auch nicht. Du liebes Bisschen, komm rein. Otto. Ich kann zu Hause nicht bleiben und in dem Frauenwohnheim von Clara lässt man mich um diese Uhrzeit nicht mehr herein. Was ist denn passiert? Ich kann darüber nicht sprechen. Okay. Und wo schläfst du? Ich nehme jetzt das. Danke, Otto.
Bleib so lange du willst. Vielleicht muss ich ja nicht immer den Sessel nehmen. Danke für dein liebes Verstehen, Otto. Ich bin zurück zu meiner Mutter. Ich darf sie nicht im Stich lassen. Deine Hope. Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie? Das bedeutet Verbot und Parteiauflösung. Da steckt Bismarck dahinter. Wir sind denen zu gefährlich geworden. Was hast du vor? Keine Sorgen. Clara, überleg es dir noch einmal. Was wir tun müssen, können wir auch von hier aus tun. Nicht mehr, Hope. Aus dem Kampf ist jetzt ein Krieg geworden. Und er wird von Paris geführt. Komm mit. Mein Studium, Otto, meine Mutter. Ich kann Ellen nicht alleine lassen. Ich kann deine Entscheidung verstehen. Auch wenn es traurig ist. Wann brichst du auf? Heute Nacht um 2 geht mein Zug. Schreib mir, ja. Gewiss. Jede Woche. Und du schreibst mir. Ist schon verrückt. Letzte Woche haben wir das Zeug noch an der Universität verteilt. Und heute kann man uns dafür verhaften. Aber wir können den Kampf doch nicht einfach aufgeben. Ja, nicht aufgeben, aber vielleicht ein bisschen leiser treten. Leiser treten, Otto? Nein, ganz im Gegenteil. Bitte, Hope. Wenn dir unsere Zukunft nichts bedeutet, dann lauf Bismarcks Scheidung ruhig in die Arme. Aber hast du mit dem Studium nicht genug zu tun? Ich habe nicht einmal das Recht auf Einspruch. Hope, du wusstest, dass man dich ohne Abitur nicht zum Examen zulassen würde. Von Arnstetten hat sich keine Sekunde vergessen lassen. Aber ich hatte gehofft, dass die Dinge sich ändern würden. Oh, das tun sie auch. Nur leider in die falsche Richtung. Frauen werden nicht mehr immatrikuliert. Ich hatte gedacht, ich würde die erste von vielen sein. Und jetzt sieht es aus, als bliebe ich die erste und einzige. Niemand kann dir vorwerfen, dass du es nicht wenigstens versucht hast. Von Arnstetten gesagt, dass ich notfalls bis zur Kaiserin ginge. Das ließe sich ja einrichten. Was meinst du? Na, weil meine Tante Trömel die Kaiserin Augusta kennt. Du machst Witze. Tante Trömel gehört die Gaststätte, in der die Kaiserin Augusta auf ihren Ausflügen in ihre Heimat Sachsen immer Station macht. Hm. Jetzt wird's kaum geben. Die Wachen werden euch totschießen. Ich sag's nur ungern, aber meine Tante hat recht. Es hat Attentate auf den Kaiser gegeben. Wer sind Sie? Was soll das? Bitte, nur auf ein Wort. Eure Majestät, mein Name ist Hope, Hope Bridges.
Ich komme aus England, doch meine Mutter stammt aus Dresden. Und ich studiere Medizin in Leipzig. Ich will Ärztin werden. Und obgleich ich ein Recht auf das Studium habe und meine Noten gut sind, verwehrt mir die Universität den Zugang zum Examen. Weil ich doch eine Frau bin. Wo ist denn da die Gerechtigkeit? Man zur Behandlung des bronchialen Katars eine regelmäßige Inhalation schleimlösender Dämpfe, zusätzlich zur Vermeidung schwerer körperlicher Arbeit. Ausnahmen? Der Tubenkatar. Ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Wenigstens einer von uns beiden. Mama, Hope, ich bin so stolz auf dich. Und dein Vater wäre es auch. Er hätte wahrscheinlich gemeckert, dass ich die Hilfe der Kaiserin brauchte. Mit der Monarchie war für ihn ja kein Frieden zu machen. Gott, du bist so erwachsen geworden. Und Ärztin. Das eine bedingte leider das andere. Wirst du mit Otto eine Praxis eröffnen? Das geht nicht. Ich darf mich zwar Ärztin nennen, aber ohne Approbation darf ich nicht praktizieren. Was musst du dafür tun? Hier in Deutschland sind mir die Hände gebunden. Ich habe zwar mein Examen bestanden, aber ohne Abitur ist es hier nicht gültig. Und die Approbation kann ich nur im Ausland erlangen. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Nach London? Ja. In die anerkannte Praxis von Dr. Haversham. Die nehmen pro Jahr nur einen Jungarzt auf. Und der alte Haversham war ein guter Freund meines Vaters. Mama hat ihm geschrieben und er hat zugesagt. Ich kann es selber kaum fassen. Endlich wieder London. Aber dafür musst du ja nach England ziehen. Was ist denn, was wird mit uns? Aber ich bin doch nur für ein paar Monate weg und nicht tot. Mein Vater hat mir in Aussicht gestellt, seine Praxis in Frankfurt zu übernehmen. Es ist an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Ja, und genau so ist es doch auch.
Jetzt ist der Moment, dass ich Ärztin werde. Eine echte Ärztin. Mit der Lizenz zum Praktizieren. Ich möchte das nicht. Otto, jetzt mach es mir nicht so schwer. Es ist doch nicht für lang. Hope, wir haben hier, was wir brauchen. Ich sehe nicht ein, dass du für eine Approbation, die hier sowieso nichts gilt, nach England willst. Du siehst es nicht ein? Seit wann ist das weniger als meine eigene Entscheidung? Ja, aber eine Entscheidung gegen uns. Ich habe dir in der Prüfungszeit beigestanden. Ein Rigoroso muss ich dann wohl allein durchstehen. Noch vor diesem Sommer bin ich wieder zurück. Und du kannst mich ja besuchen. Hope, ich bitte dich, um unseretwillen zu bleiben. Otto, ich habe mich nicht um meinetwillen durch das Studium gekämpft, um nun um deinetwillen als Praxisgehilfin zu arbeiten. Deine Entscheidung ist rücksichtslos. Meine Mutter unterstützt mich. Bis bald, Mama. Bis bald. Pass auf dich auf. Und grüß mir London. Auf Wiedersehen, Gregor. Gib auf dich acht. Du hast gesagt, was wirklich zählt, muss man sich erkämpfen. Ich habe gekämpft, Papa. Bald bin ich Ärztin. Mama ist in Leipzig bei Gregor geblieben. Ich hoffe, dass er gut zu ihr ist, aber einen Tropfen im Meer findet man nur einmal im Leben. Die Pensionswirtin sagte mir, dass ich dich hier finde. Ich habe mich wie ein Narr verhalten. Schlimmer noch, wie mein alter Herr. Nein, das hast du nicht. Du wolltest mich halt nicht verlieren. Und das ist schön. Und, habe ich? Was? Ja, dich nicht verloren. London war nie eine Entscheidung gegen uns. Sieh mal. Dr. Walter. Der Titel steht dir. Mein Vater bietet mir jetzt offiziell seine Praxis zur Nachfolge an. Sie ist groß genug für zwei Behandlungszimmer. Willst du? Als Herr und Frau Dr. Otto Walter? Ich weiß, es kommt etwas unerwartet für dich, aber ich... Red doch nicht so. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin so glücklich, dass du kommen konntest. Lange bleiben kann ich leider nicht. Gut möglich, dass auf der Wache ein Steckbrief mit meinem Bild hängt. Das ist Ossip. Ossip Zetkin. Guten Tag. Tischler, Künstler und Revolutionär. Du wirst doch nicht etwa sesshaft werden. Ach nein, Ossip und ich, wir glauben nicht an die Bourgeoisie-Institution der Ehe. Allerdings glaube ich an die Bourgeoisie-Institution der Schwangerschaft. Mama. Einen guten Ehemann, eine Praxis in Frankfurt. Warum habe ich mir je Sorgen gemacht? Weil es deine Aufgabe ist. Otto und ich würden uns freuen, wenn du nach Frankfurt ziehst. Nein, mein neues Leben ist hier. Und ich bin so froh, dass du in deinem jetzt glücklich bist.
Mutter, ich hab doch gesagt... Das ist nicht für dich. Das ist für Otto. Wo du doch jetzt deinen Tropfen im Meer gefunden hast. Sie ist wunderschön. Na, was heckt ihr beiden aus? Nichts, was einen Mann scheren sollte. Was machen die Umzugsvorbereitungen? Die Koffer sind gepackt. Die Praxis in Frankfurt ist renoviert. Morgen geht der Zug in ein neues Leben. Solltest du dich doch auf die Frauen konzentrieren. Wenn es mir darum ginge, hätte ich Gynäkologie im Hauptfach gewählt. Ob sich die alten Herren von dir untersuchen lassen werden, weiß ich nicht. Und ob es mir gefällt, noch weniger. Red nicht so dumm daher. Ich ziehe auch nicht das Nudelholz, wenn du ein junges Ding abklopfst. Ich würde mich gerne um die Patienten mit Infektionskrankheiten kümmern. Tuberkulose hauptsächlich. Da wirst du hier in Frankfurt genug zu tun bekommen. In den Arbeitervierteln herrschen üble Zustände. Aber hältst du das wirklich für eine gute Idee? Warum nicht? Du sagst doch selbst, dass mir ein Patienten nicht mangeln wird. Ja, arme Patienten, die schnell wegsterben. Genau das trachte ich ja zu verhindern. Und die dich jederzeit anstecken können. Ich denke da auch an unsere Kinder. Otto, bitte. Denk an das, was ist, nicht an das, was kommt. Ich bin nicht Ärztin geworden, um eingewachsene Zehennägel und Hühneraugen zu behandeln. Na bestens. Die kannst du ja dann vertrauensvoll mir überlassen. Meine Damen, meine Herren, die Praxis ist eröffnet. Mein Name ist Dr. Otto Walter. Das ist meine Frau Hope. Wer ist zuerst dran? Folgen Sie mir, bitte. Herr Studienrat. Lebst du noch bei deinen Eltern, Lotte? Nein, die sind beide tot, Frau Doktor. Ich bin bei meinem Kurt untergekommen. Und gehst du arbeiten? Nur in Nachtschicht. Jetzt muss ich ja wer um die Kinder kümmern. Wie viele Kinder hast du? 4. Und wie alt bist du? An die 19 Jahre. Bitte einmal tief einatmen. Noch einmal bitte. Hast du Blut im Stuhl? Nein. Im Auswurf? Nein. Ich brauche eine Blutprobe. Die Hand zu Faustballen, bitte. Ist das wirklich nötig? Ich meine, mit der Nadel picken? Das muss leider sein. Dein Kurt, schlägt er dich viel? Nicht so viel. Nur manchmal, wenn ich dumm bin oder ungeschickt. Du musst mehr essen. Was wir haben, das brauchen die Kleinen. Zumindest hast du keine Tuberkulose, das kann ich schon mal sagen. Na, dem Herrn sei Dank. Aber du hast eine verschleppte Lungenentzündung. Und dein Körper ist zu schwach, um richtig auszuheilen. Ich bin nicht schwach.
Deine Lunge sagt etwas anderes. Ich schreibe dir ein Rezept für stärkende Tropfen und die nimmst du 3-mal am Tag, verstanden? Hier ist das. Krank nützt du deinem Leben doch nichts. Lotte, das Brot ist für dich. Ich möchte, dass du es hier und jetzt isst. Auch schon. Dann bring doch deinen Sohn auch hierher. Das können wir uns nicht leisten. Der Kurt ist schon böse, dass für mich so viel ausgegeben wird. Ich besuche euch heute Abend. Und wenn ich euch zusammen behandeln kann, dann berechne ich nur einen Preis. Vielen Dank, Frau Doktor. Sie sind eine gute. Dass sie die letzte Rechnung nicht bezahlt hat? Was soll ich denn machen? Sie unbehandelt nach Hause schicken? Wir bieten eine Dienstleistung an, Hope, wie die Post oder der Schornsteinfeger. Wir sind darauf angewiesen, für unseren Dienst bezahlt zu werden. Wir verdienen doch nicht schlecht, oder? Dank meiner Patienten. Geht es denn wirklich nur darum? Nur ums Geld? Ich habe eine Verantwortung für das Erbe meines Vaters und für seine Praxis. Was hast du vor? Hausbesuche. Wir machen doch keine Hausbesuche. Und das ist ein Fehler. Viele unserer Patienten bringen ihre Krankheiten von zu Hause mit. Wollen wir sie verstehen, müssen wir das Umfeld kennen. Wenn sich herumspricht, dass du in die Häuser der Armen gehst, dann werden meine Patienten nicht mehr kommen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Meine Patienten, deine Patienten. So denke ich niemals. Aber es ist ja auch deine Praxis. Das Kind ist unterernährt. Ich gebe ihr, was ich kann. Wirklich. Zeig mir mal die Milch. Das ist keine Milch. Das ist gepanschtes Wasser. Für mich reicht's nicht. Der Kurt verdient nicht so viel. Und du hör mal auf zu popeln. Zeig mir lieber mal dein Bein. Wann ist das denn passiert? Letzten Monat. Der Knochen hätte gerichtet werden müssen. Der Junge wird sonst den Rest seines Lebens humpeln. Das habe ich ja auch gesagt. Aber der Kurt meinte... Der Kurt hat nur immer dieselbe Leier. Und du hast die auch noch nicht desinfiziert. Lotte, nun heul nicht. Wir kriegen das schon wieder hin. Aber du musst selber auch ein wenig mithelfen. Besprochen. Vielen Dank, Frau Doktor. Wir müssen mehr tun. Wir arbeiten schon Tag und Nacht. Und jeden Tag kommen neue Patienten hinzu. Sieh dir das Elend in den Arbeitervierteln an, Otto. Menschen sterben dort wie die Fliegen, weil sie sich keinen Arzt leisten können. Wir zwei werden das Elend in der Welt auch nicht ändern, Schatz. Du schließt die Augen. Erwarte das nicht von mir. Es
Es ist zwar noch zu früh, um es mit letzter Gewissheit zu sagen, aber die Übelkeit spricht sehr dafür. Hast du dir nichts gemerkt? Was ist denn mit deiner Periode? Ich war schon immer unregelmäßig, das weißt du doch. Ich soll Ellen also noch kein Telegramm schicken, dass sie vielleicht bald Großmutter wird. Bloß nicht. Dann steht sie morgen mit den Koffern vor der Tür und lässt sich nicht abwimmeln, bis wir ein Kind vorzuweisen haben. Lang genug versucht haben wir es ja. Ich dachte schon, es wäre was nicht in Ordnung. Ist denn nicht alles in Ordnung, Otto? Ich meine, auch so. Ohne Kinder. Das meinte ich nicht. Und das weißt du. Gut. Vielleicht bin ich ja gar nicht schwanger. Oh. Oh. Unsere Tochter. Mara. Sie wiegt ordentlich. 3100 Gramm. Sie hat deine Augen. Und dann die Kopf. Gar nicht. Sie hat es mir leicht gemacht. Möchtest du ein Beruhigungsmittel? Nein, danke. Es geht mir gut. In ein paar Tagen bin ich wieder auf den Beinen. Das ist auch wichtig. So ein Kind hält dich schön auf Trab. Keine Sorge. Meine Arbeit in der Praxis wird nicht darunter leiden. Bis die Kleine nicht laufen kann, will ich dich in unserer Praxis nicht mehr sehen. Aber wir haben noch ein Kindermädchen engagiert. Um dir zur Hand zu gehen, nicht um dich zu ersetzen. Aber wenn noch beides geht. Nicht jetzt, mein Liebling. Ruht euch aus. Es ist noch ein weiter Weg. Frau Glubrecht, die starke Zwischenblutung deutet darauf hin, dass ihre Sophie schwanger war. Meine Treue. Schon wieder. Mit dem Hansi von gegenüber. Aber ist ja nicht verboten. Ist das nicht das erste Mal? Schön wär's. Das ist das dritte Mal. Sie bringt uns auch in Davidskisch. Wie Hasen sind Sie, die jungen Dinger, heute. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Tut mir leid, Frau Doktor, Sie ist schon den ganzen Tag so unruhig. Das sind die Koliken, ne? Ja. Ja, das wird wieder besser. Die Frau Doktor ist ja auch schon schwanger gewesen. Die Frau Doktor ist auch verheiratet. Die muss das. Wie stellt sie das eigentlich vor? Sophie, du weißt schon, dass du verhüten kannst. Verhüten? Lassen Sie mal, Frau Doktor. Von sowas braucht sie gar nichts hören. Soll lieber anständig bleiben. Aber es ist doch besser vorzubeugen. Wenn sie die Knie beieinander halten könnte, wäre das ja gar nicht erst passiert. Komm, wenn ich dich einsperren muss. Guten Tag, Frau Doktor. Mein Tuch. Da kann man was verhüten. Komm dieser Tage noch einmal vorbei. Ich gebe dir eine Merkschrift. Danke. Bist du noch nicht im Bett? Was soll ich da? Wie geht es der Kleinen? Dorothea hat sie ins Bett gebracht, bevor sie gegangen ist. Ich dachte immer, das wäre deine Aufgabe. Otto, bitte. Ich habe dir doch erzählt, wie schlimm es in der Mietskaserne an der Ochsenfurter Straße aussieht. Deswegen hältst du dich dort auch so gerne auf. Bis spät in die Nacht. Nicht gerne. Aber jemand muss für die Menschen da sein. Es fehlt ihnen an allem. An Milch, Brot, frischem Wasser. Und warum du? Warum ausgerechnet immer du? Musst du ständig die heilige Hope von Orléans spielen? Du bist Mutter. Du hast eine Verantwortung. Warum fügst du dich nicht deinen Aufgaben? Warum hast du Mara nicht ins Bett gebracht? Und was ist mit mir? Was ist mit uns? Denkst du auch mal daran? Ständig! Das kannst du mir glauben! Gerede, nur noch Gerede! Ich hab es so satt! Hope! Oh. Mein Gott!
kämpfe ich mein Leben lang die Tuberkulose und bekomme sie selbst. Das ist fast schon Ironie. Ironie? Wie oft habe ich dich gebeten, die Hausbesuche sein zu lassen? Dein Leben ist mir wichtiger als das Leben aller Patienten zusammen. Das sollte es dir auch sein. Jetzt ruhst du dich erstmal aus und wir sehen zu, dass wir das in den Griff bekommen. Was ist mit Mara? Und was ist mit meinen Patienten? Dorothea wird sich um Mara kümmern und Dr. Gers übernimmt vorläufig einige deiner Patienten. Einige? Du meinst solche, die bezahlen können? Hope, das entscheidet Gers. Ich bin heilfroh, dass er sich überhaupt bereit erklärt hat, zu helfen. Mit offener Tuberkulose dürftest du nicht mal praktizieren, wenn du könntest. Ich schreibe Gers noch ein paar Dinge auf, die er wissen muss. Später. In den nächsten 6 Wochen hast du strikte Bettruhe. Ich brauche meine Bücher. Lesen strengt dich zu sehr an. Aber ich kann doch nicht die ganze Zeit... Doch, du kannst. Und Dorothea wird sich um dich kümmern, solange ich in der Praxis bin. Dorothea? Ja, Frau Doktor? Sie müssen mir einige Dinge besorgen. Schlimm genug, dass du dich nicht an die Anweisungen hältst, die du deinen eigenen Patienten gibst. Rebecca aus New Hampshire und Dr. Fortier aus Straßburg sind sich einig. Zur Genesung darf der Körper nicht nur ruhen. Es schwächt ihn. Unsinn. Du darfst keine Kraft verschwenden, wenn du gegen die Tuberkulose gewinnen willst. Das Liegen ist... Es macht mich so müde. Und ohne Licht gehe ich ein. Was möchtest du tun? Eine Kur. Eine ganz neue Kur. Das ist doch absurd. Seit Jahrzehnten behandelt man die Tuberkulose mit Ruhe. Wärme, leichter Kost und wenig Bewegung. Aber seit Jahrzehnten tritt man bei der Behandlung auf der Stelle. Otto, ich habe es schon damals bei meinem Vater gesehen. Und das, was ich meinen Patienten nicht zumuten, kann ich bei mir wagen. Einen ganz neuen Weg. Das kann ich nicht zulassen. Oh, ich bitte dich, Otto. Lass uns nach Bayern fahren. Ich habe von Kirchheim gelesen. Nach Kirchheim? Liebling, ich weiß nicht mal, ob du die Reise überstehen würdest. Ich bitte dich, Otto. Für mich. Will dich nicht verlieren, du Dickkopf. Dann hör auf den Rat der besten Ärztin, die du kennst. Thank you.
Ich hätte das niemals erlauben dürfen. Falls ich sterbe, Otto. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Ich wollte es. Es ist ein Wunder. Ich bin Ärztin, Mutter. Ich glaube nicht an Wunder. Bitte überanstreng dich noch nicht. TBC ist nie vorbei. Jetzt schon. Für mich. Genau das brauche ich. Licht und Bewegung. Es ist wie ein neues Leben. Otto sagt, es wird noch Wochen dauern, bis du wieder zu Kräften kommst. Und Monate, bis ihr nach Frankfurt zurückkehren könnt. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das will. Wie meinst du das? Sieh dich doch um. Dieser Ort hat mich ebenso gerettet wie die Pflege, die Sonne, die Luft. Du willst hier leben? Viel mehr als das. Hope, von was redest du? Stell es dir einfach vor. In dieser Gegend und in der Luft, die mich nachweislich geheilt hat. Einige kleine, ruhige Zimmer, eine leichte Bewegungstherapie, ein kleiner Kräutergarten und hier Liegestühle mit Blick auf die Berge zur Erholung. Du willst diesen Bauernhof in einen Kurort verwandeln? Viel mehr als das, Otto. Hier entsteht ein Sanatorium, speziell für Tuberkulosekranke. Erst einmal klein, aber ausreichend. Mit einer Therapie nach den neuesten Erkenntnissen. Nach unseren Erkenntnissen. Steht der Hof denn überhaupt zum Verkauf? Die Wirtin hat es mir erzählt. So kam ich erst auf die Idee. Und er ist wunderbar geeignet. Verschiedene abgetrennte Zimmer, eine große Küche, um gesunde Kost zuzubereiten. Und wir könnten hier wohnen bleiben. Die Wirtin will den Hof aufgeben und sie würde ihn an uns abtreten. Wir müssen das alles erstmal genau durchrechnen. Die Bank gibt uns sicher einen Kredit. Ich müsste die Frankfurter Praxis verkaufen.
Alles aufgeben, was wir uns dort so mühsam aufgebaut haben. Um alles zu gewinnen. Bin ich nicht Beweis für die Wirksamkeit unserer Kur? Dem Lahmen wird als Argument kaum dienen, dass ein Doktor selber humpelt. Es wird gelingen. Weil es richtig ist. Weil es gut ist. Und so freue ich mich im Namen des Landkreises, dieses ehrenvolle und einzigartige Sanatorium zu eröffnen. Wie gefällt's dir? Auf den guten Dr. Walter. Nicht nur Chef der Klinik, sondern der neue Landarzt von Kirchheim. Na? Obere Stock. Ich sehe mich um und wieder bin ich erstaunt. Worüber? Dass du schon weit mehr erreicht hast, als vorstellbar war. Und wenn eine Grenze kommt, reißt du sie einfach wieder ein. Ich habe ein starkes Herz, so wie du. Und was ich nicht schaffen kann, welche Grenze für mich unüberwindbar ist, das will ich selber herausfinden. Sieh dich vor. Denn wenn du deine Grenze findest, den Moment, wo es nicht mehr weitergeht, dann wird es sehr wehtun. Ich weiß, Mama. Seit jeher versuchen Renegaten der Zunft, kranken und hilflosen Menschen durch unverantwortliche Heilsversprechen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Zweifellos gehört das Landsanatorium der notorischen Engländerin Dr. Hope Bridges zu dieser Kategorie. Sagt dazu die anerkannte Tuberkulose-Koryphäe Professor von Arnstetten von der Universität Leipzig. Der gibt nie auf. Darin seid ihr euch ähnlich. Da gehört sie hin. Herein. Frau Dr. Walter, Karl Lehmann. Herr Lehmann, sehr erfreut. Herr Dr. Walter. Professor Jürgen Hauser aus Berlin hat uns Dr. Lehmann für die Assistentenstelle wärmstens empfohlen. Das wäre mir eine Ehre, Sie von meinen Fähigkeiten überzeugen zu dürfen. Darf ich Ihnen unser Sanatorium zeigen? Sehr gerne. Thank you.
Darf ich fragen, was Sie tun? Eine kluge Frau wie Sie sollte das nicht fragen müssen. Die Zeitung ist verboten. Verboten, aber wichtig. Dafür können Sie ins Gefängnis kommen. Da war ich schon. Es scheint Ihnen keine Lehre gewesen zu sein. Und was für eine Lehre wäre das? Zu lassen, was ich für richtig halte? Zu buckeln, wo der Kaiser und Bismarck es verlangen? Es ist nicht nötig, mich politisch zu entflammen, Dr. Lehmann. Mein Herz gehört der Sozialdemokratie schon lange. Doch zwischen Politik und Rechtsbruch besteht ein Unterschied. Dann wissen Sie ja, was auf dem Spiel steht. Wissen Sie es denn auch? Gibt es ein Problem? Grundgütiger Lehmann, sind Sie des Wahnsinns? Ich habe Dr. Lehmann bereits erklärt, dass wir das nicht dulden können. Und er hat mir versprochen, das Material schnellstmöglich zu verbrennen. Gut. Ich will das gar nicht gesehen haben. Danke. Aber ich werde die Schriften nicht verbrennen. Und doch werde ich es glauben, wenn mein Mann mich danach fragt. Wir könnten Frauen wie Sie für die gute Sache brauchen. Brennt aber nicht der Sozialdemokrat, Herr Lehmann. Paris hat sich viel verändert. Ach, viel ist gar kein Ausdruck. Die Welt ist im Umbruch, mein Schatz. Auch wenn man das hier in den Bergen nicht merkt. Aber hier scheint es an Abwechslung ja nicht zu mangeln. Clara, das ist Karl. Dr. Karl Lehmann, er arbeitet für uns. Dr. Lehmann, das ist... Clara Zetkin. Meine Verehrung. Herr Dr. Lehmann, 10 Jahre muss unsere letzte Begegnung her sein. Ja. Konstantin, Maxim, hierher! Mama. Mara, komm, nicht so schüchtern. Das ist die kleine Mara? Ja. Komm her, komm her. Sag mal guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Tante Hope wird sich in den Ferien um euch kümmern. Das wären ja turbulente Wochen. Wo ist Otto? Er ist bis zum Abend auf einem Kongress. Sag, dass du wenigstens die Nacht bleibst. Mein Zug geht erst morgen. Ich freue mich auf das gemeinsame Abendbrot. Wenn Frau Dr. Walter nichts dagegen hat? Sie sind selbstverständlich heute Abend unser Gast. Kommt. Nein, nein. Der alte Bismarck ist längst gebrochen. Bei jeder Wahl gewinnen die Sozialdemokraten an Stimmen. Ja, aber sie gewinnen Stimmen in einem System, das sie ablehnen. Es muss mehr geschehen. Revolution ist nicht die Antwort auf alles. Ja, wieso nicht? Strebt ihr Herz nicht nach Veränderung? Wenn wir die bestehenden Verhältnisse verbessern und den Armen helfen, dann brauchen wir keine Revolution. Helfen, Otto? Die Armen sind keine Tiere, denen man ein Stück Brot vorwirft. Das Proletariat muss sich selbst helfen. Darum geht es. Was meinen Sie? Ich sehe darin keinen Widerspruch. Nur ein gesunder Mensch hat die Kraft, die Verhältnisse zu verändern. Du denkst zu sehr im Kleinen, Hope. Es war schon damals in Leipzig so. Komm mit nach Paris. Wofür habt ihr ein Kindermädchen? Clara! Wenn sich herumspricht, dass Hope in Paris war, dann gefährdet das den Ruf des Sanatoriums.
Ich denke, der Abend war lange noch. Wer kommt denn? Engels? Er ist zu krank. Engels sendet eine Note aus London. Aber Liebknecht ist vor Ort. Wir erwarten hunderte Delegierte. Es wird ein Signal ausgehen von Paris. Ach was, ein Fanal. Auf die zweite Internationale. Freiheit und Sozialismus für alle. Jederzeit, überall. Clara ist schon aufgebrochen? Mhm. Gemeinsam mit Dr. Lehmann. Er hat sich eine Woche freigeben lassen, um mit ihr nach Paris zu fahren. Wenigstens hat sie uns ihre Rangen dagelassen. Dr. Lehmann reist mit Clara? Sie wollten dich nicht wecken.